Hallo, ich bin Santiago Ziesmer, die deutsche Synchronstimme von SpongeBob. Was ist für dich das Besondere an SpongeBob? Ja, ich glaube, der große Erfolg der Figur ist, dass der wirklich ein lieber Kerl ist. Der ist gutmütig, hilfsbereit, der ist auch nicht nachtragend. Ja, ich glaube, mit dem kann man sich identifizieren. Und die Eltern haben auch wenig Sorge bei dem, wenn die Kinder das gucken, weil der eigentlich wirklich, der ist ein gut Schwamm. War von Anfang an klar, dass du die Stimme von SpongeBob wirst? Oder gab es ein Casting für die Rolle? Es gab ein riesiges Casting, weil die Serie war in Amerika auch von Anfang an ein Riesenerfolg. Und das war auch die Vorgabe hier für die deutsche Synchronisation. Und die haben, glaube ich, hier deutschlandweit ein großes Casting gemacht, Hamburg, München und Berlin. Und die waren ziemlich schnell auf mich gekommen, weil die Stimme wohl die Charge dem englischen Original am ähnlichsten war. Aber ich war damals mit einer anderen Serie recht präsent. Das war der Steve Urkel aus der Serie Alle unter einem Dach. Und die hatten dann Skrupel und haben gesagt, ja, man wird dann sagen, das ist die Stimme von dem Steve Urkel. Also die waren erst gar nicht Feuer und Flamme, mich dafür zu nehmen, haben sich dann letztendlich aber doch dafür entschieden, weil ich wohl am dichtesten am Original war. Und ich denke mal, der Erfolg gibt Ihnen und uns im Nachhinein recht. Was passiert mit deiner Stimme, wenn du den gelben Schwamm synchronisierst? Naja, das ist natürlich eine sogenannte Stimmcharge. Das heißt, ich muss die Stimme verstellen. Ja, aber das geht ganz gut. Und das muss auch nicht technisch nachbearbeitet werden. Das mache ich alles selber mit meinem eingebauten Harmonizer. Wie kann man so schnell und so sauber sprechen wie SpongeBob? Oh, danke schön fürs Kompliment. Ich weiß gar nicht, ob das immer so sauber ist. Ich versuche einfach, den Charakter der Figur nachzusprechen. Und natürlich sollte man auch verstehen, was der sagt, auch wenn er schnell spricht. Aber das ist wahrscheinlich das tägliche Training, wenn man jede Woche im Studio ist. Ist wie ein Musiker, ein Klavierspieler, der jeden Tag seine Fingerübung macht. Hallo Patrick, wollen wir Quallen fischen? Ich bin bereit! Kannst du dich an Episoden erinnern, bei denen das Synchronisieren besonders viel Spaß bereitet hat? Also gerade bei der SpongeBob-Serie haben wir natürlich durchweg viel Spaß, weil da einfach ganz skurrile und lustige Situationen immer sind und die lassen sich auch nach vielen, vielen Jahren immer wieder neue Sachen einfallen. Also das ist sehr unterhaltsam. Eine Serie zum Beispiel, da geht es darum, dass die alle in der Steinzeit sind und da haben wir halt so eine Steinzeit-Fantasiesprache gehabt, so Uga Uga und da haben wir so gelacht, da mussten wir teilweise die Aufnahmen abbrechen und immer wieder neu ansetzen, weil das einfach so saukomisch war. Wir haben viel, viel Spaß gehabt. Wie kann man sich die Synchronisation vorstellen? Stehst du im Studio neben Patrick und Mr. Krabs? Ja, also wir bemühen uns bei längeren Duo-Szenen, dass wir doch also gemeinsam im Studio sind, weil heutzutage sehr viel geixt wird. Das heißt, jeder Kollege wird einzeln aufgenommen auf einer Tonspur und das wird nachher zusammengemischt. Und das hat natürlich den Nachteil, dass man den Kollegen nicht hört und dass man gar nichts abnehmen kann jetzt. Und das ist immer schöner und lebendiger, wenn man mit dem Kollegen zusammen die Szenen arbeitet. Und bei SpongeBob versuchen wir, das möglichst auch zu machen. Immer jeweils mit einem Partner, also mit Mr. Krabs oder mit Patrick, dass wir die Duo- oder die Dreier-Szenen, dass wir die auch zusammen sprechen können im Studio. Das Typische an SpongeBob ist ja seine Lache. Ist sie dem Original nachempfunden oder war das deine Interpretation? Ja, ich glaube, wir haben da schon ein bisschen auch eine eigene Interpretation gemacht. Weil im Original ist das, glaube ich, gepitcht und ist so immer aneinander geschnitten. So dieses Und wir haben dann versucht, das ein bisschen lebendiger zu machen, weil das authentischer ist, so dieses Und so ist also meine deutsche SpongeBob-Lache entstanden. Ich bedanke mich und ich wünsche auch weiterhin viel Spaß mit neuen SpongeBob-Folgen. Tschüss.